Begrüße. Also, Rockstar Games hat sein eigenes Cyberpunk abgezogen. Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Die GTA Trilogy Definitive Edition ist jetzt für Bordog. 4 Tage oder so released wurden. Und es war nicht gut. Na, weil seht ihr 11. November, also vor 4 Tage, ja, okay, ist es released worden. Und dann vor 3 Tage Rockstar wirft Spiel aus dem Store. Es ist einfach, ja. Aber geh mal genauer auf das ein. Ja, wir haben da, für alle, die es noch nicht kennen und die es interessiert. Moment. Ja, da. Also, das wäre jetzt nicht eine Horn, aber da. Der Link und werde später verlinken noch. Ja. Das Ding ist, es ist GTA, die Trilogie, die ich werde es noch ein paar Mal sagen, Definitive Edition released wurden. Und es war traurig. Wir reden mal von Sachen wie verkackter Grafik, dass Sachen einfach falsch ausschauen, bis hin zu, dass Sachen teilweise in die Originalteile besser ausschauen als in die Remastered jetzt. Aber wenn sie grundsätzlich, das ist das Einzige, was man noch irgendwo bis einem gewissen Grad zusprechen kann, das grafische Remastered ist grundsätzlich gelungen. Die Explosionseffekte, die 3D-Räume und so Zeugs, das schaut alles nice aus, ja. Es sind allerdings so viele andere Probleme, wie dass das Spiel eben teilweise nicht spielbar war, dass Missionen verpackt sind, dass der Code teilweise einfach nicht funktioniert von dem Game, bis hin zu, dass Lizenzen fallen für Lieder, Musik im Spiel, und das muss man schon sagen, GTA-Radios waren schon immer ziemlich wichtig oder gut, oder haben jeden Fall dazu beigetragen, das Spiel zu dem zu machen, was es ist. Und dann fragt man sich, ja, was ist da los bei Rockstar Games? Was ist da? Was passiert da? Ich meine, man kann ja nicht 3 seiner wichtigsten Spiele oder 3 der wichtigsten Spiele überhaupt. Also GTA gehört auf jeden Fall zur wichtigsten Spielereihe überhaupt. Punkt. Die kann man doch nicht in dem Zustand releasen, vor allem nicht mit dem, wenn man so ein Image pflegt als Spieleentwickler. Um auf das kurz einzugehen, Rockstar ist grundsätzlich bekannt dafür, dass sie nicht viel ankündigen. Ganz einfach so heißt, es ist einfach ruhig, dann heißt es auf einmal, ja, wir arbeiten an etwas, ein halbes Jahr später kriegst du vielleicht einen Trailer und dann wird es released. Mehr ist da nicht. Und diese Rockstar-Mentalität, mit der kommt man eben durch, wenn das Produkt passt. Dann nehmen die Leute es hin. Aber dann darf ich mal sowas definitiv nicht leisten. Das Ding ist, diese Trilogy, ich meine, da steht jetzt gar nicht mehr, obwohl doch, da steht Definitive Edition, ich habe schon gedacht, das haben sie vielleicht weggenommen, ist nicht von Rockstar Games selber entwickelt wurde. Es ist gepublished worden von Rockstar Games, aber entwickelt worden ist es von Grove Street Games. Und auch wenn das vom Namen her so klingt, ist das anscheinend ein eigenes Studio, die Folgendes über sich selber zu sagen haben. Has been an influential developer for 14 years and counting. We have delighted fans of the world's greatest games with bold interpretations on new platforms
and have delivered fresh and original games to millions of happy players. Note to this. Wenn ich mir als Unternehmen, als Entwickler, im ersten Satz damit bewirb, dass sie bereits bestehende Spiele auf neue Plattformen bringt, dann ist für mich schon einmal so, Achtung. Und da kommen wir auch zum größten und gravierendsten Fehler und auch zu dem Grund, warum eben Rockstar doch, wenn nur indirekt die Schuld an dem Ganzen trifft. Rockstar hätte besser aufpassen müssen oder besser aussuchen müssen, wer diese Trilogie entwickelt. Fertig aus. Ich kann doch nicht, eben, vor allem wenn es um solche Spiele geht, einen Entwickler nehmen, der grundsätzlich einfach nur Mobile Games macht. Also nicht einmal Mobile Games selber macht. Das ist mein erstes Problem mit Grove Street Games. Wenn ihr diesen Satz liest, eben, wenn ihr dieses Geschäftsmodell mir vor Augen führt, ist für mich klar, dass es da um eins geht, hauptsächlich das ist Cash Grabbing. Ich produziere nicht selber ein Game, ich entwickle nicht selber etwas, was die Leute mitreißt oder fasziniert, sondern ich schaue, wo ist genug Hype, wo ist genug Cashflow vorhanden schon, dass ich, wenn ich das auf eine zusätzlichen Absatzmarkt zuschneid, auf eine zusätzliche Konsumentengruppe zuschneid, nur Geld ausholen kann, dass sich das auszahlt. Und das sehe ich da auch im Namen. Offensichtlich, nochmal kurz da zurück, diese Studie hat vorher geheißen War Drum Studios. Und auch wenn ich da jetzt nirgendwo, ich habe mir noch nicht alles durchgelesen, gebe ich zu, aber vom Kontext wirkt es auf mich einfach so. Jetzt gehen wir nämlich zurück auf Games, schauen uns an, was die eben außer der Trilogy, Grand GTA, der Trilogy, der Definitive Edition, ist eben offensichtlich das erste, die ersten Games, die sie released haben für alle Plattformen. Davor war Ark Survival Evolved für iOS und Android. Davor Bully Anniversary Edition, iOS und Android. Aura Lux Constellations sagt mir nix. Android, iOS, da war offensichtlich schon auch von was für ein PC da. Turtle Tumble. GTA Chinatown Wars für iOS und Android. GTA San Andreas für, okay, PlayStation, Xbox 360, iOS und Android. Dann der Conduit. HD, Android, GTA Vice City, 10th Anniversary, iOS, Android, Auralux, keine Ahnung, Max Payne, GTA, Grand Medieval Battles und ja, Ghostbusters, der Videogame für PlayStation 2. Wenn ich mir das anschaue, dann ist für mich klar, das ist kein Publisher, oder das ist kein Publisher, auf den ich besonders was gibt, das ist kein Publisher, aber ich, oh ja, ich hoffe, die releasen jetzt bald dann wieder ein paar sweet, sweet Games. Der Turtle Tumble war einfach so ein Banger, ich hoffe, da kommt bald ein zweiter Teil raus. Und auch eben das andere, meine Theorie ist einfach, die haben irgendwann ihren ersten Erfolg mit GTA Re-Release für andere Plattformen gehabt und haben dann sich gedacht, okay, auf dem bauen wir jetzt unsere Firmenidentität auf und benennen uns um in Grove Street Games. Und ja, da liegt klar die Schuld bei Rockstar Games. Erstens einmal, why pick this developer? Warum nehme ich die? Warum gebe ich ihnen dann nicht mehr Funding? Warum mache ich nicht eine bessere Produktkontrolle, einfach vom Release, es alles zusammengepaart mit anderen Meldungen, wie dass Rockstar ihm vermehrt gegen die Modder-Szene vorgeht mit Unterlassungsklagen und so, im GameStar-Video, aber es wirkt halt einfach nicht gut, es ist nicht das,
es passt irgendwo zu diesem Rockstar-Image. So, ja, fuck it, wir tun, was wir wollen. Aber wie gesagt, dieses Rockstar-Image wird halt nur dann hingenommen, wenn das auch passt, was geliefert wird. Und das ist in dem Fall absolut nicht der Fall. Heißt das jetzt, dass die nächsten Spiele von Rockstar alles so werden? Wahrscheinlich nicht, nein. Noch einmal, wie gesagt, das ist kein reines Rockstar-Produkt, das ist über Grove Street Games produziert worden. Die Schuld, die Rockstar und dem ganzen Debakel trifft, ist eher die Nachlässigkeit in der Überwachung, Unterstützung und Kontrolle des Produkts vom Release. Das ist schon das, wo man sagen kann, okay, das ist eindeutig, das hat Rockstar verkackt. Und es ist schon etwas, finde ich, was man sich im Kopf behalten sollte. Es ist leider mittlerweile scheinbar so. Es gibt keine unantastbaren Galionsfiguren mehr in dieser Landschaft der Videospielentwicklerszene. Es egal, ob es CD Projekt Red ist mit Cyberpunk, ob es Blizzard ist mit allem oder eben Rockstar jetzt in dem Fall. Es gehört mittlerweile einfach eine gesunde Skepsis dazu, wenn etwas released wird. Ich meine, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich kein Fan von so Remastered, Reforged. Man kann es gut machen, ja, aber es ist, glaube ich, eher öfter so, dass das in Richtung des Cash-Grabbings geht, dass man einfach ein bereits bestehendes Produkt, von dem man weiß, okay, das generiert safe, relativ lukrativen Gewinn, dann re-release man das halt noch einmal für eine andere Plattform, am besten im Handy, weil, ja, ich fange mit Mobile Gaming sowieso nichts an, ich fange damit nichts an, Punkt, aus. Ja, das war's eigentlich schon. Peace.